Herzlich willkommen zu Mats Up Live aus dem Blockhaus Eidelstedt. Moin Moin und herzlich willkommen zu Mats Up Live, der immer beliebter werdenden Blockhaus-Talkrunde über den HSV aus dem Volkspark, direkt, fast direkt nach dem Schlusspfiff. Diesmal hat uns ein kleines Unwetter davon abgehalten. Wir sind eine halbe Stunde im Verzug, weil wir mangels Schirme und mangels Taxen nicht hier herüberkamen. Aber wir haben es vollbracht und ich freue mich auf interessante Gesprächspartner, wie zum Beispiel Bundesliga-Profi 001, gleich aus der Hüfte guten schießen, Tag, ne? Harry Beere, Altmeister des HSV, alle Posten im HSV bekleidet, rauf und runter. Ehrenamtlich. Und ehrenamtlich, genau. Und ja, das muss man hervorheben in diesen Tagen und Jahren und Wochen. Also vielen Dank, dass du gekommen bist, Harry, und vielen Dank auch Klaus Fock, dem ehemaligen HSV-Spieler, dem Hamburger Jungen, der es geschafft hat, müssen wir ganz kurz nochmal drüber reden, aber nicht jetzt sofort. Klaus Fock, der es geschafft hat vom TuS Finkenwerder, vom kleinen TuS Finkenwerder. Finkenwerder, da kenne ich eigentlich nur Krabbenfischer und Schollenfischer und die Boeing, die da irgendwann mal starten, aber und das alte Land, aber kennst Fußballer. Doch, Decho kenne ich noch, den Torwart. Ja, Kuddel Decho. Ja. Genau. Aber Klaus, dass du es geschafft hast, von diesem kleinen TuS Finkenwerder zum HSV zu kommen, sensationell. 25 Spiele, wenn ich nicht irre, 25 Bundesligaspiele und 5 Tore. Also du galtst auch mal in der ersten Zeit, als sie dich gekauft haben, als Nachfolger von Uwe Seeler. Aber heute noch. Heute noch, ja. Aber gut. Also, aber aus dem Talentalter bist du so ein bisschen entwachsen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du eingesprungen bist, muss man sagen, weil der große Manfred Kals uns hat ein bisschen hängen lassen. Der hat leider kurzfristig absagen lassen durch Harry Beere und wollte das eigentlich selbst getan haben. Ja, zu meiner Rechten ganz außen Scholle, wie immer mit einem 28-Tage-Bart. Scholle steht hier ausgezeichnet. Also wahrscheinlich soll es ein Vollbart werden. Nein. Okay. Das war einfach nur, ich habe vergessen, mich zu rasieren. Ach so, eben auf dem Weg vom Stadion hierher. Gewachsen, ne? Während des Spiels und jetzt hier rüber. So, wir haben eigentlich gar nicht so viel zu lachen. Der HSV hat 0-1 gegen Leverkusen verloren und es nicht mehr nach Europa geschafft, was bedauerlich ist, was allerdings auch, das sagen die Trainer ja alle und auch ich muss es sagen, nicht an diesem heutigen Tag lag, sondern eindeutig daran, dass der HSV schon vor Wochen Punkte gegen Fürth, gegen Augsburg, gegen Freiburg und auf Schalke hat liegen lassen und nie die Einstellung gezeigt hat, die er heute an den Tag gelegt hat. Ja, es hätte noch klappen können. Leider hat das nicht geklappt. Zum Glück, muss ich sagen, hat Frankfurt noch den Ausgleich gegen Wolfsburg geschafft. Ansonsten wäre hier nicht nur der Himmel von unten gebrochen, sondern auch die Erde von unten. Also Ende gut, alles gut, möchte ich mal sagen. Trotz der Niederlage, der HSV hat sich von einer guten Seite gezeigt und ich hoffe, Harry, das siehst du heute auch so. Sehe ich genauso. Ich würde dieses Spiel als eines der besten ansehen, zumindest von der Bereitschaft, vom Kampf. Es ist ja leider schon so, dass wir manchmal darüber reden müssen, dass der Kampf nicht da war. Das ist natürlich eigentlich unverständlich. Aber sie haben heute nach ihren Möglichkeiten das Beste gespielt. Und, was man natürlich nicht vergessen hat, wir haben einen im Tor. Normalerweise würde ich das Ding als 3-0 verloren sehen. Hat wieder sensationell gehalten. Aber in sich habe ich ein gutes Gefühl. Die Jungs wollten. Also da kann man heute keinen einen Vorwurf machen. Und auf diesen geprügelten Westermann, habe ich hier einen Zettel vor mir, hatte die meisten Ballkontakte. Er hat also eine Top-Einstellung, auch wenn ihm gewisse Dinge fehlen. Aber muss ich sagen, Hut ab, hat mir gefallen heute. Klaus, siehst du das ähnlich so oder genauso, weil Leverkusen ist ja nun eine wirklich topmäßig besetzte Mannschaft. Ne? Also die kann man nicht einfach so niederbügeln. Ne? Niederbügeln sicherlich nicht, aber wir spielen hier zu Hause und wir spielen vor vollem Haus. Und dort denke ich, kann der HSV, und das haben sie auch in der Saison gezeigt, gegen die besseren Mannschaften der Bundesliga immer mithalten.
Ärgerlich sind die Niederlagen, das hattest du eben schon angesprochen, und die Punktverluste, die gegen die vermeintlich Kleinen erfolgen, weil sie da nicht in der Lage sind, genügend Torchancen zu kreieren, um das Spiel dann für sich zu entscheiden. Das ist ärgerlich, aber insgesamt, das, was Harry gesagt hat, das kann ich ja so bestätigen, vom Kampf, von der Laufbereitschaft, vom Willen her war das heute ohne Makel. Es war sicherlich ein Unentschieden drin. Es war bis zum Ende, auch mit ein bisschen Glück, sogar der Erfolg möglich. Und das Publikum ist bis zur 90. Minute in Spannung gehalten worden. Und was will man mehr? Also das Publikum hat auch bis zur 90. Minute unglaublich mitgemacht. Absolut. Sogar nach dem 0:1. Absolut. Da muss man wirklich mal sagen, ein riesen Kompliment diesen Hamburger Fans, speziell die im Norden und im Nordwesten. Also was die für Rabatz gemacht haben, 90 Minuten, das ist sensationell und das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Also das ist wirklich ein 12. Mann. Scholle, auch dein Kommentar nochmal zu diesem Spiel. Hast du das genauso gesehen wie die Vorredner? Was hast du zu bemängeln? Nein, also ich habe es tatsächlich genauso gesehen. Es war natürlich genau das drin, was der HSV bieten konnte, nämlich den Kampf, den haben sie angenommen. Wenn ich dann am Ende den Rincon und Westermann, der ja nun wirklich überall war, wenn ich gesehen habe, wie die sich da reingehauen haben, oder auch einen Diekmeyer, den ich heute wirklich sehr gut fand, dann war das schon im Rahmen der Möglichkeiten das, was sie können. Und das ist auf der einen Seite schön, dass sie das abgerufen haben, auf der anderen Seite auch natürlich traurig, dass man erkennen muss, dass halt noch nicht mehr drin ist. Und insofern man am Ende dann auch sagen muss, der 7. Platz ist der erste Verlierer, kann man das so sagen? Der erste Verlierer, weil nicht international. Aber ja, es ist halt auch der Platz, der dem HSV wahrscheinlich gebührt in dieser Saison. Klaus, du hast das eben angesprochen. Es sind wenig Torchancen kreiert worden im Laufe dieser Saison. Das war eigentlich im Prinzip auch heute so. Also ein richtig hundertprozentiges Ding hat der HSV auch heute nicht gehabt. Vielfach im Ansatz sehr gut gewesen. Aber letztlich ist die Offensive des HSV doch auch etwas schwächer besetzt, um dann auch nach den Sternen, also sprich Europa, greifen zu können. Mit, ich sage dir mal, mit veränderter oder gegenteilige Offensive mit Hegeler, Kießling und Schürrle hätte der HSV heute nur gewonnen, denke ich mal. Oder wie siehst du das? Also wobei ich heute nur den Kießling nennen kann. Schürrle und Hegeler haben für mich beide nicht überzeugt. Aber zum HSV, wie gesagt, das ist ein Manko, das den HSV daran hindert, in noch höhere Regionen vorzustoßen. Dann muss ich in der Lage sein, einen Gegner, der sich hinten vorrangig aufhält, auch auszuspielen. Und wie gesagt, es geht immer darum, Torchancen zu kreieren und nicht nur herauszukämpfen oder durch Zufall sich ergeben zu lassen, sondern zu kreieren. Und dazu gehört das Potenzial, vorne künstlerisch zu arbeiten. Ich möchte da mal einschreiten. Ich sehe das noch ein bisschen anders. Wir sprechen einfach nur über den Sturm. Bist du auch Abwehrspieler? Es gibt ja nun den großen Spruch, hinten gewinnst du, vorne wirst du Meister. Ist richtig. Aber dazu sind heißt wir ja nicht. Heißt es nicht umgekehrt? Hinten gewinnst du? Umgekehrt. Vorne. Also vorne gewinnst du Offense und hinten gewinnst du Titel oder Meisterschaft. Okay, aber das ist schon lange her, wo ich das mal gelesen habe. Ja, genau. Nur, wir müssen nochmal hinten anfangen. Da liegt doch die Problematik. Was haben wir für Tore gefangen in Standardsituationen? Mit dieser wackeligen Innenverteidigung. 53 Gegentore. Ja, sind wir die 6 schlechteste Mannschaft. Genau. Und jetzt beginnt das Phänomen, deshalb, ich lese ab und zu mal Zeitung, dass von unserer Abwehr, von den Defensivspielern, 4 zur Ländermannschaft dabei sind in Amerika. Das ist für mich ein Phänomen. Wir haben die 6 oder 7 meisten Tore gefangen. Nur mit dieser Innenverteidigung, lass uns doch mal ganz kurz zurückkommen, in Standardsituation und. Nun haben wir natürlich einen riesen Torwart. Nun stellt euch mal vor, wenn wir den nicht gehabt hätten. Mit dieser wackeligen Innenverteidigung. Da der mindestens 50 noch vereitelt. So. Und heute haben wir es mal gesehen, die Leverkusen hatten doch, ohne Adler gehen wir 3-0, 4-0 vom Platz, müssen wir nochmal klar feststellen. Also ich will das, die Qualität nach vorne fehlt noch, ist klar. Van der Vaart, müssen wir nicht drüber reden, da fehlt so ein bisschen das Feuer. Kempf hat die meisten Kilometerzahlen, das Tempo, die Spurtfähigkeit und so weiter, aber unser Problem liegt hinten. Denk doch mal an diese Geschichte, als wir Hub Stevens hier hatten, da die Nullen muss stehen. Damit sind wir gerettet worden. Absolut. Nur, jetzt guckt euch die Spiele an, gegen Freiburg,
gegen Augsburg und. Da sind wir durch Standardsituation, durch Leichtsinnsfehler, ja, weil die Klasse unter uns, der Rajkovic ist ja ein junger Mann. Aber wenn ich dann lese, der 83% der Zweikämpfe gewonnen, ich beobachte ihn, der guckt ja auch nur auf seinen Gegenspieler, der sieht nicht das andere. Und Bruma und so, da liegt meiner Meinung nach, das sind junge, unerfahrene Spieler und ihr könnt doch mal irgendwo nachgucken, die haben in Holland, in England in der zweiten und dritten Liga gespielt. Was sollen die in der Bundesliga? Ich sage das mal ganz hart, vielleicht ahnt ihr schon, wo ich hin will. Hat ja auch mal geheißen, dass Herr Arnesen die Bundesliga nicht kennt. Und dieses Gefühl hat er mir ganz klar gezeigt, dass es so ist. Also du würdest sagen, dass diese Position zu überdenken ist? Auf jeden Fall verstärkt werden müssen. Da bin ich meine jetzt auch die Position des Sportchefs. Sehe ich genauso. Wenn wir diese sechs Leute, die er da geholt hat, wer hat sich denn davon durchgesetzt? Sollen auch alle abgegeben werden wieder. Das ist ja das Ziel. Muss er sie erstmal verkaufen. Ich glaube nicht, dass sie in Deutschland oder in Europa auf die Jungs warten. Wie bitte? Können wir auf den hinteren Plätzen vielleicht ein bisschen ruhig sein? Also, das nur ja, am Rande. Genau. Und seid ihr immer dran? Klaus, wolltest du was dazu sagen? Bei Harry immer. Ja. Ich habe eben schon gesagt, ihr habt zwei Gäste eingeladen. Ich bin ja auch einige Jahre so im Trainergeschäft gewesen und ich weiß ja, dass Harry, auch über lange Jahre kennen wir uns, vorrangig Abwehr denkt. Es gibt ja Menschen, Fußballer, die denken Abwehr vorrangig. Das ist ja auch gut so und das können sie auch alles erklären. Und auch an Hub Stevens, der hier die Null hat stehen lassen, der wenig Tore erzielt oder erzielen lässt, sondern erstmal im hinteren Bereich für Ordnung sorgt. Der HSV hat in dieser Saison Einbrüche gehabt. Aber er hat auch in vielen Spielen von der Abwehrleistung knappe Ergebnisse erzielt. Und knappe Ergebnisse heißt, ich habe die Chance, im vorderen Bereich Entscheidungen zu suchen. Diese Entscheidung, gerade gegen ob Freiburg 1-0, ob Greuther Fürth 1-1, diese Spiele, die sind vorne verloren worden. Die sind nicht hinten verloren worden. Sondern zu Hause ist zu wenig Aktivität nach vorne hin gezeigt worden. Und wenn man das, selbstverständlich, man muss das immer als Verzahnung sehen, aber ich sehe eben für die Zukunft einen besonderen Bedarf beim HSV, nach vorne hin aktiv zu werden, denn das Publikum kommt eindeutig ins Stadion, um Tore zu sehen und die Spielidee des Fußballs ist ja eine ganz einfache, ein Tor zu erzielen. Okay. Und nicht also ein Tor zu verhindern. Der eine sagt so, der andere sagt so, also defensiv, offensiv. Ich sage euch, dass mir viel zu viel und viel zu oft das Feuer in der gesamten Mannschaft gefehlt hat. Heute wollten sie gemeinsam Berge versetzen und sich dagegen wehren. Das hat mir in entscheidenden Spielen immer gefehlt, sowohl vorne als auch hinten. Die Mannschaft hätte sich einig sein müssen und zur Sache gehen. Heute wollten sie es und haben sie es gezeigt, dass sie es können. In den vielen Spielen, die sie so schlecht gespielt haben, haben sie es total vermissen lassen. Zum Beispiel auch bei der 1-4 Niederlage auf Schalke, wo ja sogar der Champions League Platz noch drin war und wo die Mannschaft sich so hat vorführen und abschlachten lassen. Das war ja ganz grausam. Wenn da Adler nicht gewesen wäre, dann wäre es auch noch höher ausgefallen. Ja. Wieder auf den Punkt der Qualität. Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass die Qualität vorn und hinten noch nicht stimmig ist. Ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Wir wissen ja, in welcher Situation der HSV sich befindet. Gut, da wurde nochmal, wenn wir mal die ersten drei Spiele sehen, Anfang dieser Saison mit der Truppe, da hat man ja richtig gehandelt, auch wenn man da gute 20 Millionen investieren musste, auch mit Herrn Kühne nochmal 8,5. So, da mache ich ja diesen Vorstand überhaupt keinen Vorwurf. Die haben ja ein schlechtes Paket übernommen. Aber ich sage ganz klar, ich sehe hier von Herrn Arnesen als Manager, hochbezahlter Mann, einer der höchsten der Bundesliga, sehe ich überhaupt keinen Stil. Jetzt fangen die meisten schon an zu diskutieren über den Trainer, den ich persönlich für einen guten Typen halte. Der redet nicht darüber, ich brauche neue Spieler und so. Jetzt fängt er mal ein bisschen an. Aber wenn du dir einen VW erlauben kannst, kannst du oder nicht erlauben kannst, du vom Porsche träumen. Das ist die Situation. Ja, aber du hast eben selbst gesagt, vier Leute aus der HSV-Defensive sind bei der Nationalmannschaft. Es gibt andere Nationalspieler, aktuelle Nationalspieler, Bardell, Van der Vaart, Jiracek zum Beispiel, Rincon und so weiter. Also so schlecht kann diese Mannschaft eigentlich nicht sein. Und ich glaube, dass
die letzten Spiele, die letzten zwei, drei Auftritte eigentlich gezeigt haben, als Jiracek wieder in diese Mannschaft kam, also er war ja nie richtig drin, als er da reingekommen ist, dass da sich die Mannschaft so ein bisschen als auch als Team gefunden hat und auch gemeinschaftlich aufgetreten ist. Und ich, es ist schade, ich sage euch, also die Saison hätte jetzt ruhig noch zwei, drei Monate weitergehen können und wir hätten, glaube ich, einen anderen HSV erlebt. Aber Klaus, wenn du vorne, da hat Thorsten Fink ja auch versucht, mal mit zweien, mal mit einer Spitze. Und hast du ein Gefühl oder Motivation vielleicht für einen Angreifer, der besser ist als eine Spitze? Also es geht mir nicht ums System und das hat, glaube ich, Armin Fee auch gerade in einem Interview gesagt. Das System ist nicht wichtig, die Spieler sind wichtig. Der HSV hat ähnliche Spieler vorne. Der Sohn und der Rudner sind zwei Leute, junge Stürmer, die willig sind zu marschieren, die allerdings Probleme haben mit dem Rücken zum Tor. Und dadurch schwer anspielbar sind. Sie sind immer dann gut anspielbar, wenn der HSV kontern kann. Dann sind sie auch gefährlich und dann machen sie auch ihre Tore. Aber wenn der Gegner hinten drin steht und er steht stabil hinten drin in der Abwehr, dann ist das Durchsetzungsvermögen beider ähnlich gelagert. Und da wünsche ich mir back to the roots, so ein bisschen so ein Typ wie Rubesch es früher war, also ein Mann mit Körper, der dann auch den Körper einsetzt und Bälle festmachen kann. Die gibt es im Fußball, aber es ist eine Frage des Findens. Und ich glaube, da sind wir bei dem nächsten Problem des großen HSV. Und das ist all das, was mit Scouting zu tun hat. Und damit sind wir ja bei dem Thema, das Harry eben auch angesprochen hat, mit der mit den Verpflichtungen, die gelaufen sind und die hier dazu geführt haben, dass wir ja auch gar keine junge Mannschaft mehr haben. Das ist ja auch nicht so. Genau, das war ja mal das Ziel auch von Herrn Arnesen. Wenn ich mich da ein bisschen festbeiße, dann hat das seine Gründe, ob das da um den Levin geht. Unter uns Levin, wissen Sie, das ist der Enkel von Uwe Seeler. Da habe ich mal neulich mit dem Langen Grubesch gesprochen. Sag, Langer, wie siehst du den denn? Trainerstab, wir wissen, der Lange ist ja beim DFB und erfolgreich als Jugendtrainer. Da sage ich, klasse. Ich sage, wie schätzt du den ein? Ja, den sehe ich so als, wie heißt er noch, Khedira. Aber technisch besser. Ich sage, sehen Sie mal, das ist ja auch so ein Ding. Da lässt man so einen HSVer, so einen 16-, 17-Jährigen. Jetzt hat man ihn wieder zurückgeholt, weil die A-Jugend abgestiegen wäre fast. Ja, genau. Mit ihm machen sie von 4 Spielen 7 Punkte, sind gerettet. Das hört sich alles schlimm an, aber das ist für mich der entscheidende, wesentliche Punkt, der hier gelaufen ist. Jetzt komme ich nochmal kurz auf das Spiel der Systeme. Wir haben schon mal zusammengesessen, das Spiel in Hannover 5-1. Fink hat ja versucht, dass hier der Stürmer neben mir, wir haben auch viel Theater gehabt immer mit ihm. Er hat versucht, in den Anfängen, Hannover beispielsweise, gibt es andere Spieler auch, er macht Druck, spielt mit 2,5 Spitzen. Nur sie haben die nicht gemacht und da fehlt natürlich die Qualität dann. Auch, ja, so, und dann wird nicht umgehauen. Wir haben 5 gekriegt, da gibt es noch mehrere Beispiele wieder, weil alles offen ist. Und jetzt für mich hat er zum Schluss, wieder kommen wir drauf, jetzt hat er es begriffen, dass er die Abwehr festigen muss. Und da hat sich in den letzten Wochen auch eigentlich eine gute Basis aufgebaut. Und das ist der Weg. Ja, wie du schon gesagt hast. Ne? Also vorne Siege und hinten Meisterschaften. Wir brauchen für das Zentrum 2 Leute. Ja, das wissen die Verantwortlichen auch. Ja, klar, aber also das Geld ist ja nicht da. Für das Abwehrzentrum. Ja, ich sag, also sie wollen nur einen holen, ne? Weil Westermann ist da ja schon. Den hast du nicht auf dem Zettel, oder? Doch, für mich ein sympathischer Junge. Er wird natürlich ausgebuht und gemacht. Korrekt, der Junge stellt sich den Interviews und so weiter, dass der die Klasse nicht hat. Dass er von Wolfsburg mal zu uns für viel Geld gekommen ist. Von Schalke, ist klar. Hat Felix noch eingefädelt, glaube ich. So, aber wir brauchen da hinten 2 und ein Stürmer, der wirklich, aber gut, wir reden darüber. Ich komme wieder auf den VW und Porsche. Das Geld ist nicht da und ich möchte auch keinen Rückblick tätigen, warum das so ist. Ja.
Da habe ich mir schon oft die Finger mit verbrannt über Herrn Hoffmann. Wir wissen ja, der war ja der Vorgänger jetzt. Und über diesen Vorstand lasse ich nichts kommen. Die haben die Ruhe, die wissen die Problematik. Und wenn wir jetzt in dieser Saison 24 Millionen Schulden machen, ohne die Investition nach 3 Spielen oder 4 Spielen, wären wir weg gewesen. Mit Van der Vaart, Jirasek und Basal. Bardet, entschuldigung. Ja, aber der war vorher schon da. Da sind nur Jiracek und Van der Vaart sind nur noch geholt worden. Hallo. Sind alle 3, glaube ich. Nein. Der Bardet war schon lange vorher. Der musste nur noch die Champions League-Qualifikation spielen. Nein. Aber ich spreche von den Kosten. Ich spreche von den Kosten. Ja, der war vorher schon getätigt worden. Aber man muss ja bei dem Vorstand, darf ich ganz kurz mal die bei dem Vorstand muss man natürlich auch einen Frank Arnesen, und der wurde ja nun gerade von dir ziemlich angezählt, den muss man da natürlich ganz klar mit reinrechnen. Der ist auch Vorstand und der zählt zu diesen, ist einer von 4, also 25% des Vorstands. Unter uns ist er auch ein Unding. Ein sportlicher Leiter braucht nicht im Vorstand sitzen. Das ist ein Angestellter des Vereins. Ja. Der hat mit Sicherheit, ich kenne ja die Verträge, ich bin da lange weg aus der Nummer, aber der hat volle Kompetenz und ich kann mir vorstellen, darf keiner reinreden. Ich spreche denen die Kompetenz einfach ab. Ich weiß ja auch, dass das will, aber ich komme immer ein bisschen schneller auf den Punkt. Ja. Ich habe vor keinem Angst. Das sicherlich nicht. Und um das nochmal aufzugreifen, was Harry gerade gesagt hat, es geht ja darum, wie die Verpflichtungen hier gelaufen sind. Da muss ich sagen, da sind viele Defizite, die ich nicht verstehe. Ich verstehe zum Beispiel nicht, dass beim Konkurrenten mit dem grünen Trikot, also hier ist der Tisch, ist ja grün, ein Mann von Chelsea spielt, der jetzt nach Dortmund geht. Das begreife ich nicht. Ein kreativer, offensiver Mann, der die ganze Bundesliga ist hinter dem her, der kommt von Chelsea, musste im Aus Grunde genommen der sportlichen Leitung beim HSV sehr bekannt sein, aber nichts passiert. Den haben wir nicht gekriegt. Warum auch immer, ich stelle es einfach nur mal dar. Wir haben jetzt im Sommer, Harry hat die Nationalspieler genannt, wir haben Hamburger Nationalspieler wieder, endlich mal wieder in Deutschland. Der spielt leider aber auch nicht beim HSV, der spielt in Freiburg und geht jetzt nach Gladbach. Der hier vor der Haustür gespielt hat, das sind Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich sagte ja gerade, ich kümmere mich um kreative Gestalten. Das waren mal 2 Beispiele, jung, kreativ, torgefährlich. Und sie spielen nicht beim HSV. Und wir weinen und wir sind eigentlich mit diesem 7. Platz doch trotzdem sehr gut bedient. Wir wollen das schnell mal aufklären. Wer das nicht weiß, es geht um Kruse, um den Freiburger Kruse, der jetzt nach Mönchengladbach wechselt, hat bei Vier und Marschlande gespielt. So ist Klaus, du hast gesagt, es gibt solche Typen wie Rubesch. Bei St. Pauli hat jetzt ein Daniel Ginczek gespielt, 17 Tore geschossen. Wäre das einer für den HSV gewesen? Ich hatte ja vorhin gerade gesagt, dass ich mir gewünscht hätte, im vorderen Bereich einen kräftigen, kopfballstarken, laufstarken Mann zu haben, der auch den Körper einsetzen kann. Das wäre er mit Sicherheit gewesen. Das hat er bewiesen in der 2. Liga. Er ist noch jung genug, um den Sprung dann auch in die 1. Liga zu schaffen mit Anleitung und mit Vertrauen. Und der HSV hat auch da wieder... warum und weshalb nicht agiert und vielleicht wissen wir es nicht, ob er versucht hat und Ginczek ganz einfach sich gegen den HSV entschieden hat. Ne? Auch schon zu unserer Zeit gegeben. Da rutschen immer welche durch sie. Wenn ich an Andy Breme denke, den ich mir auch mal angeguckt habe, da zu Ernst Happel-Zeiten und so weiter, habe ich gesagt, viel zu lang. Meier, Neubart. Meier, gut. Deshalb sage ich ja, die sind immer mal durchgerutscht. Aber das liegt natürlich auch mit der wenigen Kontinuität, die wir haben. Wir haben immer was Neues und jeder hat so seine Idee. Und die Welt, die Sonne hat geschienen, als ich dann Arnesen mit Chelsea-Leuten, habe ich mit dem langen Rubisch drüber gesprochen, und gesagt, die kenne ich doch alle. Da haben wir viel bessere in Deutschland. Er kennt die ja über seine Jobs, die er bei der Jugendmannschaft erfolgreich da lange. Den hätten wir uns ja alle gewünscht. Nicht? Ja. Als Beispiel. Ja. Warum wir das nicht hinkriegen, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht wisst ihr noch, ich war ja auch mal im Vorstand, da haben wir angefangen mit Hieronymus, mit Wehmeier, mit Michel Schröder und wir hatten noch andere Dinge vor. Peter Nogli, Manni Karls, Rubesch. Mhm. Nur wir sind dann eben dann doch irgendwann ausgestiegen. Wobei ich da auch heute nochmal kundtun müsste. Wir, hauptsächlich Uwe, wir haben das Stadion gebaut,
Wir haben eine Truppe übernommen, die waren Tabellenletzter. Und wir haben in dem Jahr mit Magath noch Europa League geschafft, damals UEFA Cup. Ja. So, das Stadion gebaut, Bosman gelöst und all diese ganzen Dinge. Und dann Pagelsdorf geholt und als wir dann aufhüllten mit dem Material, was wir besorgt hatten, hat Pagelsdorf die Champions League erreicht. Nur mal am Rande, das wurde dann hier ein bisschen vertan, weil da ist dann irgendwas mit der Ostimmobilie nicht so ganz gut gelaufen. Aber gut, das hat dem HSV finanziell nicht geschadet, Thema durch. Ich wollte das nur mal reinwerfen, weil es wird schnell vergessen. Du hast eben von den Strukturen gesprochen, unter anderem, als du gesagt hast, Arnesen als Sportchef mit im Vorstand. Glaubst du, dass der HSV mit diesen Strukturen auf Dauer wettbewerbsfähig sein wird? In der Bundesliga so wettbewerbsfähig, dass der HSV auch oben wieder mal anklingen kann? Ich bin ja auch deshalb bekannt, ich habe mir da auch im Laufe der letzten Jahre viele Feinde geschaffen. Ich bin für die Ausgliederung. Es kann doch nicht mehr sein in dem heutigen Geschäft, dass sich der Vorstand, wo es um Umsätze mittlerweile von über 100, 130 Millionen geht, dass sich der Vorstand um Amateurabteilung kümmern muss. Und dass da vielleicht in Ochsenzoll neues Netz gebraucht wird. Und das gehört ja alles dazu. Die haben doch mehr zu tun, wenn sie sich um dieses Produkt Bundesliga kümmern. So, und da sind wir halt weit hinterher. Was muss denn passieren, Harry? Die Ausgliederung muss passieren. In erster Linie. So, dann geht doch mal voraus. Die Ausgliederung, habe ich ein paar Mal mich schon unglücklich mitgemacht, aber geht nicht. Es sind ja nur, ist ja nur ein harter Kern von 10, 15 Leuten, die ihre Freunde da festhalten und das nicht wollen. Die Fans, die wollen gewinnen, die wollen den HSV siegen sehen. Und da sind 15 Leute, die klammern sich daran fest und die machen diese starke Nummer. Und da gibt es ja noch die andere, den Bettneritz, den ich persönlich für den Besten halte. Der ist gescheitert bei der letzten Wahl, war ja Supporterchef oder Fördererchef. Und das ist für mich eine Hoffnung, dass die Fans endlich begreifen, dass da auch mal was anderes passieren muss. Eher den Druck aufbauen, ne, dafür. So ist für es. Für eine Änderung. Ne? Ja. Klaus, Aufsichtsrat bei der Gelegenheit. Zu groß, falsch besetzt? Ja. Absolut zu groß. Also das ist das erste, 12 Leute, glaube ich. Ne? Aber kannst du das verstehen, wir sagen das Jahr für Jahr, alle sagen es im Prinzip Jahr für Jahr und trotzdem lässt sich nie eine Mehrheit dafür finden, dass es geändert wird. Also es war ein Mangel damals, als es eingeführt wurde. Und wie gesagt, das ist zu viel von der Besetzung, kann ich mich nicht großartig äußern. Mir fehlt die sportliche Kompetenz doch an der einen oder anderen Stelle doch gewaltig. In der gesamten Führung, nicht nur im Aufsichtsrat, oder? Ja, in der gesamten Führung kann man ja nicht sagen. Ne? Ich kann ja nicht sagen, ich spreche Arnesen die Kompetenz ab als sportlicher Leiter. Ja, aber er ist dann vielleicht auch allein. Also das ist seine Aufgabe. Das ist ja bei Bayern ähnlich geregelt, da ist ja auch nicht der Höfner und so weiter, nicht? Der kümmert sich ja auch nicht um die großartigen sportlichen Dinge. Da sind ja andere Leute dafür da. Also da muss eine Aufgabenteilung da sein. Ich denke aber im Aufsichtsrat wäre es wünschenswert, 2, 3 Leute zu haben. Vielleicht, manchmal genügt einer, so wie Willi Schulz. Ja, Willi Schulz, es war ja nicht klar. Gerade Sie mit Willi Schulz. Ja. Willi Schulz hat, ihr entsinnt euch sicherlich noch, hat über Rudi Assauer Hüb Stevens engagiert. Ja, ja. Als wir ganz unten drin, lange unten drin waren, kam Hüb, die Null muss stehen, war die Nummer. Das habe ich auch mal bei einem Vortrag bei den Supporters erzählt. Das haben die nicht eingesehen. Ich sage, wer von euch oder von denen, die da sitzen, hat diese Kontakte? Willi Schulz als Fußballer, als bekannter Mann, Assauer, Hüb Stevens arbeitslos. Das wäre ja beinahe schon kaputt gegangen, weil Hoffmann schon wieder eine andere Idee hatte. Ich glaube sogar mit Felix Magath und so. Ist das, ja. Und das wäre beinahe geplatzt. So, dann haben sie es gelöst und wir sind drin geblieben. Wir wären in dem Jahr wahrscheinlich abgestiegen. Und deshalb sprechen wir ja über die sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat. Jetzt muss ich allerdings dazu eines sagen. Ich habe da auch viele angesprochen auf diese Geschichte. Ich sage, Mensch, ihr könnt doch nicht immer nur sagen, nee, und mit den Leuten nicht und dies, das und jenes. Willi Reimann habe ich angesprochen. Verschiedene andere Leute. Dietmar Jakobs habe ich angesprochen. Und
Sie wollen alle nicht, weil sie haben Angst, nicht Angst will ich nicht sagen. Dass sie ähnlich verbrannt werden wie Billy Schulz. So ist es. Dass so sie, ist das. Genau, das ist ja. Genau, dass sie also das hat Holger Hieronymus vor 14 Tagen oder genau. Vor einer Woche gesagt, genauso gesagt. Also er hat gesagt, in diesem Aufsichtsrat nicht, aber mit Magath, mit Rubesch, mit Jakobs sofort. Also warum sagt er das sofort? Und ich glaube euch, wirklich, ich glaube... Das würde dem HSV sowas von gut tun, natürlich. Wenn wir solche Leute da im Aufsichtsrat hätten, in einem kleinen, komprimierten Aufsichtsrat, die sportlich ein bisschen Ahnung haben, die sich nicht groß ins operative Geschäft einmischen, aber die Tipps geben können und die dem HSV Gleichgewicht geben können. Die haben Verbindung zu den Vereinen, zu den Trainern, zu den Managern. Klaus, nochmal, du hast gerade Aufsichtsrat und auch das Stichwort FC Bayern gesagt. Manfred Erdl hatte sich, der Aufsichtsratschef, hatte sich ja ein bisschen unglücklich geäußert gegenüber Uli Hoeneß. Geht gar nicht. Nee. Sag ich dazu, das geht gar nicht. In der Funktion völlig daneben. Und Harry, was sagst du? Für mich der größte Witz der Vergangenheit. Wir als der Groß-HSV auf Uli Hoeneß, was da auch immer passiert ist mit seiner Zockerei und dies, das und jenes. Es kann nicht angehen, dass der Oberste des Vereins solche Aussprüche tätigt. Und wenn ich dann höre, dass dann andere Aufsicht sagen, nein, das Thema ist noch nicht vom Tisch, das machen sie jetzt also intern sicherlich, aber ich weiß nicht, da muss doch was passieren, das kann doch nicht sein. Der Mann hat uns geholfen, der würde uns helfen und dies, das und jenes. Also das war eine der größten Entgleisungen der letzten Jahre, würde ich mal sagen. Peinlichkeiten und... ist nicht zu überbieten. Ja. Wir legen den Verein gerade hier ganz schön in Schutt und Asche, muss ich sagen. Also wir sind vom Sportlichen, wo wir uns ein bisschen deprimiert geäußert haben und über mangelnde Fähigkeiten gesprochen haben, sind wir schon zu den Verantwortlichen gekommen, die ebenso unfähig sind. Bedeutet mal jetzt nur ein Bild gezeichnet, wie muss die Vereinsstruktur sein? Ausgliederung, klar. Und dann Vorstand mit 1, 2, 3, 4 Leuten und ein Aufsichtsrat mit wie vielen Leuten? Das fängt schon damit und an, wem? Der sportliche Leiter darf nicht mit im Vorstand sein. Denn so wie ich weiß, hat er die totale Kompetenz und da darf keiner reinreden, das hat er schriftlich. So, und wir wissen ja auch zum Teil, wie er verpflichtet wurde, der hat natürlich alle Wünsche erfüllt bekommen. Aber das ist ein langes Thema. Bis auf die finanziellen, ne? Die sie ihm zugesagt hatten. So ist es. Und die er nicht bekommen hat. So. Ne? Also er ist zum unter falschen Tatsachen hierher gelockt genau. worden. Gut, weiter. Entschuldigung. Also Sportchef, raus aus dem Vorstand. Also der Aufsichtsrat müsste auf 6 bis 7 maximal verkleinert werden. Jetzt haben wir hier 11. Wem? Ja, eine Mischung von sportlichen Leuten, aber da 2 würden reichen. Denn woher sollen die Jungs, das sind Fans. Ich sage mal, das sind Fans, die freuen sich, wenn sie Freikarten bekommen und einen Anzug mit den Sternen drauf und meine, so. Das kann es ja nicht sein. Hm? Und der Vorstand, wie ich schon mal sagte, muss sich um die Profigeschichte kümmern, um die Ausgliederung. So, das bedeutet ja nicht, dass die Amateure dann kein Geld mehr bekommen. Das kann man ja machen. Das ist ja auch selbstverständlich immer über Jahrzehnte beim HSV gewesen. Aber nur der Weg geht. Das alles muss verkleinert werden. Okay. Aber Klaus, ganz kurz, ich finde das Thema sehr interessant, aber ja, nur eine Sache habe ich noch. Schon über der Zeit, der Regisseur, der kleine Regisseur. Okay. Ich wollte nur eine Frage zu Horst Rubesch zum Beispiel, weil das ist ja so ein Dauerthema. Horst Rubesch ist ja immer der Erstgenannte, wenn es darum geht, alte honorige Fußballer. Das stimmt nicht. Oder zumindest wird er immer genannt. Uwe war aber schon hier. Ne? Aber ich meine, jetzt der noch kommen sollte. Ja. Nun hast du sehr guten Kontakt zu Horst Rubesch. Der Vorstand hier, mit dem habe ich mich jetzt auch nochmal unterhalten und habe gefragt, warum dieser Mann hier nicht angesprochen wird, die sagen, also wir haben gesprochen und er wollte nicht. So, und es war nicht nur einmal, sondern es gab so ein paar Gespräche. Wie ist da der Stand? Wenn man jetzt mal Butter bei die Fische, was sagt Horst Rubesch? Der letzte Stand, wie ich ihn vernommen habe, ist, der Lange würde gerne diese ganze Nachwuchskiste übernehmen. Ja. Und das wäre doch für mich ein Geschenk des Himmels. Der kennt die Bundesliga, das der kennt die Schüler, die B, C, D-Jugend. Und das ist ein HSVer. Jetzt gehen wir doch mal, warum sind denn die Vereine wie Bayern, wie Dortmund, wie Leverkusen da oben? Gucken Sie sich doch mal die ganzen Geschichten an, was da an Trainern läuft und dies, das und der macht den Job im Marketing da, dies, das und jenes. Das ist doch kein Zufall, Rudi Völler. Fußballer. Alles das sind Fußballer, die kennen den Job. So, und bei uns wird immer experimentiert mit all den verschiedenen Leuten. Beispiel jetzt Eintracht Frankfurt. Mein Freund Heribert Bruchhagen, steigen ab, geht wieder hoch. Die haben ein Etat von 25 Millionen.
den haben wir fast ausgegeben für drei neue Spieler. Ne? Da war ja jetzt gerade die Geschichte mit Armin Fee, der nochmal einen zurückgeschickt hat. Ja. Oder sagen wir ja alles nicht so ernst, ihr Journalisten seid ihr da, ihr müsst ja auch Geschichten erzählen. Dankbar. Okay, gut. Lasst uns das als Wort zum Pfingstsonntag nehmen. Ihr habt wirklich viele, viele sehr gute Sachen und auch nachdenkenswerte Sachen gesagt. Und ich glaube, jedes Mal steht der Tropfen, höhlt den Stein. Jedes Mal, wenn ihr solche Grüßen, wie ihr es sagt, dann wird sich auch irgendwann mal der letzte HSV-Fan vielleicht mal Gedanken machen und sagen, so ganz Unrecht können diese Jungs eigentlich nicht haben. Ich überdenke mal meine Position. Also uns bleibt wieder einmal nur am Ende einer Saison, am Ende der 50. Saison und keiner in Deutschland hat mehr als der HSV, auf die nächste Saison zu hoffen. Also, und ich weiß, das hat heute schon unmittelbar nach dem Schlusspfiff wieder begonnen. Wir alle hoffen, und ich kenne so viele Leute, die schon während der Saison gesagt, das war meine letzte Dauerkarte. Sie werden hundertprozentig alle wieder dabei sein, wenn es im nächsten Sommer wieder losgeht. Bevor die Sendung zu Ende ist, möchte ich nochmal eine interne Frage stellen, aber es kann auch gerne mitlaufen. Du weißt, ich kenne ja in den Logen und überall viele, viele Leute, nicht, die unseres Alters sind. Da läuft das Gerücht, dass du diese Mats-Abgeschichte irgendwann nicht mehr machst. Ist da was dran? Ja, da ist was dran, aber darum möchte ich nicht drüber reden. Jedenfalls nicht in diesem Rahmen. Dann wird ja doch richtig spekuliert. Dann habe ich doch wieder die Ohren richtig aufgehabt. Also, so wie ihr Journalisten so ja immer fragt, dann sage ich, dann machst du denn das nächstes Jahr noch? Nächstes Jahr, das weiß ich nicht, aber ich werde ja im September 65 und dann bin ich Rentner und da gibt es gewisse Überlegungen, aber das ist noch gar nicht so richtig spruchreich, aber vielen Dank, dass du das auch nochmal, hast du mich total aus dem Konzept gebracht. Ich verabschiede mich und ich sage danke Harry Beere, danke Klaus Fock, danke Scholle und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Pfingstfest und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, auch im Volkspark. Das war Mats ab live aus dem Blockhaus Eidelstedt. Eine Runde. Perfekt. Schmeckt auch gut. Unvergleichlich.